Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge. Ist das richtig? Doch, ist Das ist richtig. korrekt. 84. Folge des Minecraft Let's Plays mit Dickwanz und Miduin. Und wir waren gerade beim Thema Vapieren. Ach nee, gar nicht, da waren wir schon mit Wir waren durch. dabei, dass Frauen Direktheit nicht verstehen. Nein, sie verstehen sich schon. Sie sagen auch, dass sie da gut mit klarkommen und das, glaube ich, gut können, aber in Können Wirklichkeit ist sie es, glaube nicht. ich, so. Ja, genau. In Wirklichkeit ist es halt so. Nein, du bist mir zu direkt. Nein, das ist nicht. Nein, du bist nur zu direkt. Das sagen sie ja. Es ist eigentlich nicht so. Der Punkt ist eher, was so soll sie denn machen, wenn du was sagst, was ihr nicht passt, was sie nicht ändern kann? Da ist sie, ist ja bei der Frau Ende. Da ist sie, ist ja Schicht im Schacht. Was soll sie jetzt noch machen, ja? Beziehung vorbei. Und das ist, glaube ich, das Problem, was Frauen haben. Dass sie Ja, Frauen einfach. haben immer irgendwelche Probleme, weil es einfach total unnötig ist. Um es mal auf den Punkt zu Ja, bringen. aber Frauen machen aus dem Elefanten, aus dem, was auch immer, einen Elefanten. Kann Floh, kann was weiß ich sein, ja? Das ist halt immer total ätzend, ey. das stimmt schon. Also, Frauen machen es einfach unglaublich kompliziert. Ja, soll ich jetzt dazu sagen? Ja, es stimmt Fra einfach. Frauen regen sich halt auch mitunter über Dinge auf, wo du denkst so, was, das hatte ich doch die ganze Zeit nicht geschafft, was ist jetzt auf einmal kaputt? Das Diagnose. Oh. Kennst du doch, oder? Ja, ich könnte ein wunderschönes Beispiel bringen, weil es heute auf Arbeit passiert ist. Und zwar, wenn wir Kaffee kochen, trinken wir danach den Kaffee und die Kaffeemaschine tropft immer ein bisschen. Und wir legen da Ja. immer irgendwas drunter, damit das nicht so einsaut, ne? Da liegt da halt mal ein Taschentuch drunter oder. Dafür haben wir dann eine Tasse drunter, die auf der Arbeit das einsammelt. Ja, oder es steht halt irgendwie, es liegt halt irgendwie ein Küchenpapierstückchen drunter, Hauptsache irgendwas, ne? Und, Ja. jetzt hat auf einmal, das machen wir seit Besagte Jahren Frau. so, verschwenden wir Papier. Wie? Wir verschwenden Papier. Taschentücher oder sowas anderes, weil wir da Ach, ja. ja, natürlich. Wo ist das Problem? Wir machen Papier das ist. seit Jahren, es hat niemanden gejuckt. Und jetzt auf einmal? So, what the fuck? Ja. Ach so, hat sich eine Frau darüber aufgeregt. Ja. Und macht ein übelstes Terz draus, dass wir da Taschentücher oder anderes Küchenpapierrollen drunter legen. Also nicht eine ganze Rolle, sondern ein Stückchen halt. Wie finde ich ein Lehm? Wie Meine sieht ein Lehm Güte. aus? Ist ein bisschen heller. Und das ist kein Lehm, es ist Ton. Es ist Ton. Ich habe aber keine. Ich muss mir erstmal Werkzeug basteln. Es ist halt einfach richtig unnötig. Teilweise bei Frauen. Aber am geilsten ist Frauenlogik. Frauen, ja. Also, ich muss ja dazu, ich muss ja echt sagen, meine Freundin ist echt Ah, richtig bei der korrekt. Freundin ist immer alles anders. Selbstverständlich, Zwinker, Zwinker. Genau. Muss er selber lachen drüber. Muss auch selber lachen. Ja, genau. Ich könnte Eisen suchen gehen. Du könntest Eisen suchen gehen. Ja, wir haben nicht mehr viel Eisen. Ja, Ein du bist ein echtes 64er Stack Genie. Eisen. Was ist da los? Wie, was ist wohl los? Ja, dass wir nur noch so wenig Eisen haben. Wir haben viel gebraucht für Werkzeug und so weiter. Deswegen auch der Vorschlag, dass ich jetzt Eisen unten suchen gehe. Ja, mach doch. Weil ich habe keinen Bock, diesen scheiß Lehm abzubauen. Ja, du suchst alles. Du würdest alles suchen, nur um den Lehm nicht abzubauen. Ja. Ich baue mal Ja, Eisen ab. ich geh schon den scheiß Lehm abbauen. Ton, Entschuldigung. Wow, au! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber es ist auf jeden Fall mega cool, wenn man halt so eine Community hat, wie du sagst, die das gerne möchte. Und es ist ja eigentlich quasi dein Traum, dass du dir sowas, dass du so eine Community hast. Und jetzt hast du sie. Es ist einfach doch mega geil. Ja, ich mache mir halt immer Sorgen, dass ich irgendwann Bans kassiere auf den einzelnen Plattformen. Das ist eigentlich meine Ich hab Sorge. mal Aber irgendwie. ich glaube, also der größte Bann, den ich kriegen könnte, wäre auf YouTube. Das wäre, glaube ich, das Härteste. Wenn sie mich auf Twitch wegbannen, würde ich einfach den nächsten Kanal nehmen und das wäre eigentlich fast völlig egal. Wie nächsten Kanal. Also du würdest weiter auf Twitch bleiben, oder wie? Ich würde einfach einen neuen Kanal machen und wieder anfangen zu streamen. Ja, was wollen sie machen, ne? Ja, das Problem ist halt nur, wenn du größer wärst. Aber Ja, wie? wenn du größer wirst, hast du den Vorteil, dass du dann mit, dass die Bans dann wieder seltener kommen.
kann gut sein. Wieso sollten sie denn jemand Großen wegbannen? Bloß weil er sich über 600 hält. Also ich meine, ich bin ja nicht so stumpf, dass es überhaupt nicht aushaltbar ist. Das ist ja noch immer im Rahmen. Du verstehst, was ich meine. Also wir haben uns ja auch über das Thema unterhalten gerade und sind nicht komplett nicht ausgeartet. Auf was wollte ich hinaus? Weiß nicht. Du würdest den neuen Account machen. Ach so. Nee. Ja, genau, wenn der YouTube-Kanal gebannt werden würde. Das wäre, glaube ich, das Heftigere. Und genau, auch interessante Info. Auf dem Stream hatte ich gefragt, woher kommt der Zuschauer, ne? Wie hat er das gerade gefunden, dass er auf dem Stream war, weil wir Community Gameplay waren. Und er meinte so, er war gerade auf Pro und hat halt da die Werbung gesehen, die Werbung schon öfter gesehen, aber hat gemeint, er klickt sie mal an und dann hat er gesehen, dass ich gerade live bin und hat reingeschaut. Als er es ernsthaft über die Werbung vom Pro ist er auf dem Live-Kanal gestoßen. Ja, was, läuft. Was ich auch so dachte, so, Er hat die Werbung schon mehrere Male gesehen und sie war des Öfteren für ihn schon da. Er hat die registriert, aber hat sie auch schon angeklickt, sich den Kanal schon angeguckt, aber trotzdem musst du weiterhin präsent sein, damit die Leute vom Pro runterkommen. Und das ja, dann... Hallo, man verlässt seinen Keller nicht einfach so für irgendjemanden. Ja, aber es ist trotzdem, finde ich, eine interessante Info. Ja, natürlich. Mich würde ja auch mal interessieren, warum, wer die Sachen guckt, weil was ich zum Beispiel total interessant finde, ist, dass ich ja in letzter Zeit auch extrem viele Leute meine Sachen gucken, auch hier dieses Let's Play, also keine Ahnung, es gucken wahrscheinlich weniger als bei dir, ne? Aber es gucken einfach trotzdem so, ja keine Ahnung, 10 bis 15 Leute. Hm? Und das ist halt in meinen Augen schon relativ viel. Hm? Und da denke ich mir halt auch, sind es einfach irgendwelche, in Anführungszeichen, Leute, die auf meine Ameisenvideos, also die meine Ameisenvideos gucken und dadurch auch den Rest einfach, weil sie, keine Ahnung, das Alter oder weil sie das Spiel interessiert oder weißt du halt sowas, ne? Ja. Oder kommen die von deinem Kanal und können es nicht abwarten, wenn eine neue Folge raus ist? Das weiß ich auch nicht, das kann ich dir nicht sagen. Das Problem ist, dass ja bei dir kein anderer Inhalt mehr da ist, außer Ameisen. Also wenn du jetzt wegen Gaming da bleiben willst, ist ja bei dir nichts mehr. Aber das weißt du ja schon, dass ich das, ne, brauche ich jetzt nicht nochmal ausbauen. Ja, ja. Also ich weiß halt nicht, ob die Leute dann bei dir bleiben und ich glaube nicht, dass von den Ameisen-Videos jemand auf meinen Kanal sich verirrt. Klingt total dumm, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Also das, da könnte ich mir, also wenn ich manche Kommentare mir durchlese, dann könnte das wieder sein. Es kann auch sein, weil du sehr viel Werbung auf dem Pro hattest. Ich? Ja, du hattest einen großen Pro oder sehr viel hattest du denn nicht? Ich hatte zwei große. Ja. Also zwei über 600. Ja, da kam doch aber auch genug Abos, ne? Hm? Da kam doch aber auch genug Abos zu dem Zeitpunkt bei dir. Weiß ich gerade gar nicht aus. Wie viel hast du denn aktuell? Geht's bei dir noch nach oben? Stagnierst du oder geht's wieder weniger? Nein, also weniger auf keinen Fall. Also ich bin jetzt, glaube ich, bei 326 oder so. Hm. Also es ist halt jede Woche so, ja, also quasi, ja, jede Woche so 3, 4 neue. Also es stagniert nicht, sondern es geht halt, sag mal, schleppend bergauf. Ja, bei mir ist es ja so komplett unterschiedlich. Ich habe da überhaupt noch keine Logik dahinter. Ich habe mal Tage, da habe ich 30 Abonnenten plus, dann habe ich zwei Tage, da ändert sich gar nichts, dann habe ich mal einen Tag, da gehen 8 weniger, dann habe ich auch wieder 30 plus. Das ist bei mir so, ich habe keine Logik dahinter bei mir so richtig. Wie sie gerade Bock haben. Ja, wirklich, also ich habe keine konstante Zuwanderung, sondern ja, es kommen halt immer wieder welche. Bist du gerade im Haus? Ich bin unten im Keller, ja, warum? Sollen wir schlafen gehen? Achso. Kann ich machen? Naja, ja, nee, ich brauche nicht lang, ich bin nicht weit unten. Bist nicht tief unten? Nein, ich bin nicht tief drin. Schade. Schade. Wie weit bist du denn, Gamm, schon in den Arsch gekrochen? Mehr als 14 cm gehen nicht? Bessere Antwort, die ich gegeben habe. Mehr als 14 cm gehen nicht. Ich finde ja immer noch geil, eine, die da immer mit dem Maßband dran geht. Du kannst jetzt nicht schlafen, wenn Monster in der Nähe sind. Fick dich! Hier sind keine Monster. Ich muss mein Bett woanders hinsetzen. Du musst dein Bett woanders hinsetzen, ist halt doof.
Jetzt kann ich schlafen. Ich habe es einmal aufgebaut, jetzt kann ich pennen. Na gut. Okay. Also ich liege im Bett jetzt. Ja, ich liege auch im Bett. Jetzt Ah, können fast wir nur. zusammen schlummern. Ich Geladen bin hat übrigens es. Level 34. Level 19. Sollte mal irgendwas verzaubern. Ja, in den Bogen. Guck, ob du den auf eine Endlichkeit kriegst. Ich will aber keinen Bogen. Was haben wir dir etwas anderes? Haben wir noch Diamantrüstung? Ja, oben in der Kiste. Habe ich meine, glaube ich, reingelegt. Und die deine? Irgendeine ist da drinne. Deine oder meine, ich weiß es nicht. Die noch komplett voll? Nee, die war Weil dann schon. sollten wir die vorher reparieren. Oder sollen wir einfach eine I neue machen? Also eine quasi, die wir nur anziehen, wenn wir ins End gehen. Dass wir die komplett verzaubern und alles. Es ist relativ egal. Ich glaube, wir werden beim ersten Mal am End eh sterben. Also, keine Ahnung. Ich würde sagen, das erste Mal ins End sollten wir mit Eisen gehen. Okay. Zum Angucken, verstehst Ja, okay, können wir machen. Kommt man von da aus eigentlich wieder zurück? nein, nur durch Tod. Denn? Es will, hat mich gerade ein Dingens von hinten angegriffen, ein Zombie, wo ich hier in dem Loch drin war, wo ich abgebaut habe. Oh, du bist schon wieder in irgendwelchen fremden Löchern drin, ne? Nee, es ist unser Und Loch. das ist unser Loch. Das freut mich aber. Wow! Was passiert? Ich habe hier so einen behinderten Ficker. Ich hasse es. Weiß gar nicht, ob ich So. auf der Höhe, wo ich hier bin, 36 Eisen finde. Bist du nicht so ganz auf der Höhe? Ich weiß nicht, ob ich auf der richtigen Höhe bin, ja. Jetzt habe ich noch keins Nein, du bist nicht gefunden. ganz auf der Höhe. Aber Eisen ist eigentlich nicht so, nicht sehr weit unten. Also, wenn ich jetzt bei Eisen ganz unten gucken würde, bin ich, glaube ich, zu tief. Wie viel Eisen hast du ganz unten gefunden in unserer Mine? Keine Ahnung, stell mir doch nicht irgendwelche komischen Fragen. Google ist dein Freund, mein Lieber. Ne? Aber bestimmt ist hier, ohne Witz, wäre hier ein Creeper drin, ne? Ich würde ausrasten. Ich würde ausrasten. Toll, ich brauche wieder mehr Kürbisse. Nein! Ja, ich habe eine Höhle gefunden. Schön, freut mich. Bin noch nicht sicher. Wolltest du die Türme eigentlich noch verbinden? Können wir machen oben. Müssen nicht. Je nachdem, wie das aussieht. Wir können die Türme auch einzeln stehen lassen. Ja, bei mir ist es, ich bin ja kurz vor 2000 Abonnenten. Und ich will Ja. überlegen, was ich als 2000 Abonnenten-Special mache. Da bin ich auch noch so ein bisschen so. Alle, die ich immer frage, die können immer. Ich kann immer keine, krieg keine vernünftigen Vorschläge. Weil immer alle nur ihr Spiel sagen, was sie gerade spielen. Oder irgendwelche Spiele, die sich nicht für einen Stream eignen. Und ja. Ich glaube, so ein Schmankel wie South Park werde ich nicht nochmal hinbekommen. Wieso? Hä? Weil South Park einfach genau meine Community war. Es ging um Sex. Perfekt. Ja, klar, okay. Wie baue ich das am besten? Bin gerade sehr irritiert und weiß nicht, wie ich am besten das Dach bauen soll. Die Höhle des Löwen. Mann! Ich habe übrigens schon wieder eine wunderschöne Bekanntschaft durchs Pro gemacht. Ja, warum lernst du immer Frauen kennen, du Sack? Ich lerne keine Frauen kennen. Du Sack! Kerl. Bist schwul? Nein. Warum lernst du denn Aber eine. Bekanntschaften kennen, die Männer sind? What the fuck? Bei dir muss auch direkt immer alles ins Bett gehen, ne? Ja, weißt du, dass ich ein sehr direkter Typ bin? Ohne Sex ist das Thema langweilig. Ja, okay, gut. Können wir über Sex Also, reden? das ist schon ein bisschen was her, ne? Bei dir? Bei dir! Bei mir? Weiß ich nicht. Weißt du sehr wohl. Nein, weiß ich gar nicht. Ich Weißt du sehr wohl. habe letztes Mal aufgehört, öffentlich darüber zu reden, weil ich das letzte Mal hatte. Alle denken, ich hab nicht, also ist das einfach so. Fertig. Aha. Ich rede ab und zu aktuell nicht drüber. Aber ich das, ja, was soll ich denn dazu sagen? Es lässt darauf vermuten, dass du vielleicht doch was am Laufen Nee, es hast. läuft nichts, aber. Du musst es nicht noch immer bestätigen, meinst du, oder was? Ja. Das so glaubwürdig ist. Pff.
Die Leute können doch denken, was sie wollen. Ich muss das nicht andauernd, keine Ahnung. Sag es mal so, wenn man 1 und 1 zusammenzählt, so lange wie ich Frauen anbacke, bin ich wohl Single. Ja. So, also, denke dir den Rest. Dann brauche ich da nicht andauernd darum drum, dass das erzählen, verstehst du? Boah. Ich habe Eisen gefunden in Mengen, endlich. Das freut mich. Dann brauchen wir noch mehr Kohle. Oh, perfekt! Es funktioniert! So es klingt funktioniert. Ein Orgasmus in Hause Meduin. Oh, perfekt! Sind sie geil, ne? Ne, eigentlich nicht, aber. Aber schon. Gewisse Art und Weise turnt ich das doch an. Hab's gewusst. Fall runter, du Spinne, los! Aua! Das ist ein Bogenschütze. Nein! Hör auf, auf mich zu schießen! Oh, Fuck, ich werde wieder. Nein, ich werde auch, wenn bei mir da tatsächlich mal wieder was Weibliches da losgeht, werde ich das nicht sofort überall anpriesen. Also, das ist für mich so. Ja, es ging nur schief, wenn ich das öffentlich gemacht habe. Deswegen werde ich das. Werde ich damit aufhören, weil meine letzte Beziehung auch nur deswegen zu die Brüche. Also nicht nur deswegen, das wäre jetzt wieder gelogen. Aber da war auch so, dieses, dass es öffentlich war, war ein großes Problem. Was uns viele Probleme beschert hat, weil viele Leute so viel Interesse an dieser Frau auf einmal hatten und die Frau darauf nicht so klar gekommen war. Deswegen. Ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Also bräuchte es halt auch eine Aufmerksamkeitshure, die darauf richtig klarkommt. Aber wenn du eine hast, die darauf nicht klarkommt, dann musst du das irgendwie. Ja, die Wahrscheinlichkeit, ist aber dass ich. Das ist schwierig. Ja. An deiner Stelle das irgendwie. Also natürlich, klar, du kannst das ja wahrscheinlich einfach so trennen und kannst einfach so weitermachen, aber es ist ja trotzdem irgendwie dann doof, ne? Also. Was kann ich einfach so trennen? Du möchtest es ja auch nicht komplett hinten rüberfallen lassen, dass keiner Bescheid weiß. Ach so, doch, das kann ich trennen. Das wäre für mich überhaupt kein Problem. Okay. Also ich könnte dir ohne Probleme jetzt erzählen, dass ich Single bin und bin's schon gar nicht mehr. Aber da habe ich dir ja gerade schon den Augenmerk gesagt, woran man es eindeutig erkennen sollte. Ja. Immer noch fleißig auf der Suche nach Nutten. Nach Nutten? War nicht gesagt. Nee, ich habe auch gerade erschrocken vorhin. Ja. 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 Ja! Ja. Fick dich! Ey, wenn ich Glück habe, komme ich heute über die 2000 Abonnenten. Mal schauen. Cool. Das freut mich ungemein. Also, ich hatte ja eigentlich mir so überlegt, ja, keine Ahnung, so bis Ende des Jahres 300 Abonnenten zu haben. Das hat sich ja auch schon geklärt. Ja, keine Ahnung, dann bin ich halt. Ich habe meine Ziele jetzt etwas höher gesteckt. Ja, keine Ahnung, da war halt so irgendwie, als es gerade so mit Aufschwung war, und da war es halt irgendwie, jeden Tag habe ich halt neue Abonnenten dazu bekommen. Und momentan ist es halt so, es ist halt nicht mehr jeden Tag, aber es ist halt dann teilweise trotzdem so viel an einem Tag, wenn da mal wieder was kommt. Aber ich glaube, es liegt auch unglaublich an der Jahreszeit momentan. Weil wenn ich halt viel über Ameisen mache und darüber kommen halt nun mal die meisten Leute. Ja, das Problem ist eigentlich, dass um die Jahreszeit nicht sehr viele Ameisen aktiv sind. Richtig, das meine ich ja. Das ist also halt, das hast du, so, habe ich ja gesehen, du hast ja ein Projekt gestartet von wegen, überwintern. Dass du die nicht überwinterst, meine Lasius Niger. Richtig, genau. Also quasi alle Lasius Niger Kolonien und alle Lasius Flavus Kolonien, die ich habe. Alle. Zusammengeschmissen in einen Ofen. Nee, die stehen hier alle so rum. Ja, was ich jetzt halt zum Beispiel noch so ein bisschen als Projekte fürs nächste Jahr habe, weil das Problem ist halt immer so ein bisschen, klar, es gibt mega, mega viel, was man machen kann. Aber es ist halt auch ein bisschen schwierig, wenn man jetzt halt irgendwas macht. Oh. Wenn man jetzt halt irgendwas macht, dass man
dein Pulver mehr oder weniger verschießt, wenn jetzt hier irgendein Special machst oder so, weißt du? Dann Ja. sagen wir, du setzt dich mit irgendeinem Shopbetreiber zusammen und stellst mit dem zusammen irgendwas Größeres auf die Beine. Ja. Dann hast du halt das Problem, das sehen halt in dem Moment nur wenig Leute, und wenn du es halt noch ein bisschen herauszögerst, so keine Ahnung, das wäre halt sowas Geiles so für so ein 1000-Abo-Special, weißt du? Folge ist vorbei. Reden bei der nächsten Folge drüber. Ja, wenn ihr jetzt erfahren wollt, was ich darüber denke zu diesem Thema, dann müsst ihr in der nächsten Folge schauen. Das ist dann. Ja, ich bin dran mit der Abmod, ne? Nee, du bist dran. Ja. 84, du bist dran, Entschuldigung. Ich habe mal Du die Kacke. Abmoderation angefangen, mach mal weiter. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn ihr wissen wollt, was ich und was er darüber denkt, Ja, hallo? Ich hab einen hallo? Namen. Ja, hallo, der dicke Wanst. Dann bleibt dran und dann sehen wir uns bei ihm auf dem Kanal, beziehungsweise hören uns auf dem Kanal. Und bis dahin sage ich, ciao, Kakao! Bitte.